König des Schneefelds, Arktilas. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. Und falls euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in der nächsten Folge hier wiedersehen. So, Elektroball ist besiegt. Wir müssen zurück zu, ich glaube, wir müssen zu Denboku, oder? Lass mich mal kurz, falsch. Ja, ich muss zurück zu Denboku. Hier gäbe es noch andere Nebenmissionen. Von den Nebenmissionen hier bin ich aber eben nicht so begeistert, muss ich ehrlich sagen, weil man kriegt ja nicht so wirklich was. Man kriegt ja leider nicht wirklich was. Und wir haben, ja, wir gehen jetzt hier zu Denboku. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns denn jetzt hier erwartet. Auf jeden Fall müssen wir noch kurz die Dings abnehmen. 3 Pokémon haben wir nur gefangen, das ist ja gar nichts. Aber Machomai war dabei. Guck mal, 4000 noch mal reingekriegt. Ja. So. Nee. Ha. Das ist nicht viel. Impressive! Du hast also tatsächlich Arktilas, den König des Schneefelds, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und erstatte den Boku-Bericht. Here we go! Ich habe was gehört. Habt ihr das auch gehört? Sieht man hier vielleicht was? Ich mag ja den Sternenhimmel, ne? Den finde ich ja richtig gut. Hier ist leider kein Sternenhimmel. Ich bin gerade richtig schön... es regnet heute. Ja, die Folge, wenn ihr die jetzt guckt, ist quasi brühwarm. Ne? Es ist der 19.09. Es ist 14.52 Uhr. Dann nehme ich die Folge auf. Und ich bin auch tatsächlich gerade im Regen nach Hause gekommen, dann wollte ich los, noch ein bisschen was einkaufen. Und weil es gerade nämlich nicht geregnet hat, bin ich raus. Und was passiert? Kaum bin ich draußen, geht Platzregen mit Hagel los. Das hat sich richtig gelohnt. Richtig gelohnt. Ich war nasser als vorher und jetzt, naja. Egal. Hat mit dem Spiel jetzt gar nichts zu tun. Was ist denn da los? Das war bestimmt eine... Ach ja, guck mal, Nebenquests. Eine Million Nebenquests. Weiße Vulpix im Schnee... Machen Sie an Forschungen, geht klar. Machen wir sehr, sehr gern. Auf Pilzsuche mit Quiekel. Ja, machen wir auch noch. Das sind bestimmt die Missionen, die wir da draußen... ja, ist doch gut jetzt. Ja, lass mich doch jetzt mal hier. Guck mal, unten ist noch was. Da gehen wir auch noch schnell hin. Was? Wer bist du denn? Hallo, werter Kunde. Ich wollte dich fragen, ob du mir ein wenig mit deinem Spürsinn aushelfen könntest. Ganz in der Nähe des Lawinenhügels soll es ein Dorf gegeben haben, in dem einst meine Vorfahren gelebt haben. Allerdings konnte ich bis heute keine Spur von dem Dorf ausfindig machen und ich frage mich langsam, ob es tatsächlich existiert hat. Ich würde gern mehr über meine Wurzeln erfahren. Vielleicht bist du ja in der Lage, am Lawinenhügel Spuren der Siedlung zu finden. Bitte hilf mir. Da waren wir doch schon, oder? Och, das ist ja doof. Da waren wir doch schon. Wir könnten eben noch sagen, ey, pass auf. Tatsächlich ist da was. Haben wir schon gesehen. Brauchen wir nicht noch weiter nachgucken. Ach, Mann. Das ist in anderen Spielen besser. In Gothic-Spielen zum Beispiel. Wenn du da etwas erledigst, dann kriegst du da gleich kannst du denen danach dann gleich sagen, dass du es schon erledigt hast. Das ist cool. So, Denboku. Alle Könige und Königinnen sind in Rage verfallen und du hast sie alle wieder beruhigt. Wir wissen zwar immer noch nicht, warum es zu diesen Vorfällen gekommen ist, aber jetzt ist die Sache wenigstens erstmal erledigt. Dein mysteriöses Auftauchen aus dem Riss im Raumzeitgefüge hat Hisui Frieden beschert. Morgen beginnt endlich wieder der normale Alltag. Stärke dich in der heißen Kost und ruh dich aus. Bis die Galaktik-Expedition in Hisui unbeschwert leben kann, hat der Forschungstrupp noch eine Weile zu tun. Cool, Hauptmission abgeschlossen. Hurra!
Müssen wir für das Essen eigentlich bezahlen oder bezahlt die Galaktik-Expedition das für uns? Du kannst gleich noch ein paar Portionen Kartoffelmochi zubereiten, Mobishi. Wenn du sonst noch was Leckeres anzubieten hast, kannst du es auch gleich mitbringen. Oh, ja. Durch das Besänftigen aller Königinnen und Könige konnten wir eine große Gefahr abwenden. Jetzt müssen wir beim Forschen nur noch auf die normalen wilden Pokémon achten. Ich hatte zwar daran gezweifelt, dass wir Arktilas wirklich besänftigen mussten, obwohl es niemandem etwas getan hatte, aber ich bin froh darüber, dass sie sich als Resultat, nun alle sicher fühlen können. Wäre Butch nie vom Himmel gefallen, würden uns die Königinnen und Könige in ihrer Rage vielleicht immer noch angreifen. Aber davon mal abgesehen, was hat es wohl mit dem Riss im Raum-Zeitgefüge wirklich auf sich? Was müssen wir tun, damit er verschwindet? Oh, Moment! Wenn er sich schließen würde, könnte Butch nicht mehr nach Hause zurück, oder? Ich weiß es nicht. Dem werden wir nachgehen. Außerdem hast du mit Jubeldorf immer einen Ort, an dem du bleiben kannst, Butch. Na dann, morgen geht es wieder frisch ans Werk. Immerhin haben wir vom Forschungstrupp uns als Ziel gesetzt, den Pokédex zu vervollständigen. Da haben sie recht. Und wir werden es auch erreichen. Ich könnte Butch dabei vielleicht einfach als Assistentin zur Hand gehen. Ja, damit du auch endlich mal was machst, Lumia. Ich meine, vielen Dank. Sehr gern. Assistentin? Lumia, du bist doch selbst ein vollwertiges Mitglied des Forschungstrupps. Oh, vielen Dank, Professor. Dann will ich mal reichlich zu mir nehmen, damit ich morgen wieder voller Energie bin. Warum nicken die denn so komisch? Creepy, die beiden. Bumm. Alle tot. Das Unheil. Wow. Okay, das Unheil. Sehr gern. Die Digi-Welt. Butch. Oh dear, oh dear. Aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge strömt eine unfassbare Energie und der Himmel hat sich rot gefärbt. Ich habe eine Nachricht vom Expeditionsleiter. Du sollst augenblicklich zu ihm kommen. Warum ist er nicht runtergekommen? Das kann kein gutes Zeichen sein. Der Himmel sieht ominös aus, ja, sehr ominös sogar. Du hast nach uns gerufen? Möchtest du die Besänftigung aller Könige und Königinnen besprechen? Nicht ganz. Auf uns wartet gerade eine wesentlich dringendere Angelegenheit. Just in der Nacht, nachdem Butch aus dem Riss gefallen kam, schossen seltsame Blitze aus dem Himmel, die Axanthor und die anderen in Rage versetzten. Aus meiner Sicht liegt es also nahe, dass zwischen dem Jungen und den Blitzen ein Zusammenhang besteht. Wer oder was bist du wirklich, Butch? Pokémon-Forscher. Ja, deine Aufgaben erfüllst du gewissenhaft. Doch das ändert nichts daran, dass deine Herkunft ein Rätsel bleibt. Wenn du aus demselben Riss gekommen bist wie diese Blitze, musst du etwas mit der Rage der Könige und Königin zu tun haben. Wolltest du dir unser Vertrauen erschleichen, indem du sie besänftigst? Doch wozu? Was führst du als nächstes im Schilde? Denboku, was? Er führt gar nichts im Schilde. Wie kommst du nur darauf? Genau. Und glaubst du denn wirklich, dass Butch überhaupt die Macht besitzt, solch schreckliche Kräfte zu entfesseln? Könnt ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass er unschuldig ist? Immerhin kam er einfach so aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen. Wer kann dafür garantieren, dass er uns die Wahrheit erzählt hat?
Möglicherweise ist er gar nicht der, für den er sich ausgibt. Aber das ist doch absurd. Natürlich kann keiner von uns jeden Zweifel an Butch aus der Welt schaffen. Ich finde das ihm gegenüber ungerecht. Was soll Butch denn tun, um sich unser Vertrauen zu verdienen? Ganz einfach. Ich gebe ihm die Gelegenheit, sich durch eine Forschungsmission zu beweisen. Ja, als ob wir nicht schon tausende Forschungsmissionen gerade schon gemacht haben. Und warum sprichst du immer noch weiter? Wir sind schon fertig mit dem. Aber vielleicht dauert es auf Japanisch ja ein bisschen länger. Das kann ja sein. Doch diese wird er nicht als Mitglied der Galaktik-Expedition bestreiten, sondern allein. Ich mache alles allein, du Idiot! Ah! Unter den Bewohnern von Jubeldorf sind viele, die dir nicht über den Weg trauen. Solange du diese Zweifel nicht aus dem Weg geräumt hast, können wir es uns nicht leisten, dich als Mitglied der Expedition zu behalten. Deshalb entlasse ich dich hiermit offiziell aus deinen Diensten. Bis du erklären kannst, warum dieses Unheil über uns hereingebrochen ist. Nein, bis du es vollständig abgewendet hast und deine Unschuld überzeugend nachweisen kannst, bist du in Jubeldorf nicht mehr willkommen. Haben wir uns verstanden, Celestis? Jawohl. Wie herzlos! Habt ihr wirklich so wenig Vertrauen in Butch? Es nützt nichts, ihn in Schutz zu nehmen. Ich erfülle hier nur meine Pflicht als Leiter der Galaktik-Expedition. Ich erkenne an, dass du uns etliche Dienste erwiesen hast. Daher gestatte ich es, dass du das Dorf aus eigenen Stücken verlässt, anstatt gleich hier in Ketten gelegt zu werden. Diggi, mach mal ruhig, Alter. Was ist denn los mit dem? Du wirst aus dem Dorf verbannt? Was? Warum? Die Entscheidung ist gefallen. Gehen wir. Ja, komm doch mal. Ja, was steht ihr denn so rum? Ihr könnt ja einfach mal sagen hier, nee. Walk of Shame hier, ey, wirklich mal. Oh. Doofe Kuhn, macht er auch noch mit, was denn Boku sagt hier. Die hätte ja auch mal irgendwie für mich einspringen können, nachdem ich so viel für sie gemacht habe, aber nee. Herzlos. Hier müssen sich eure Wege trennen. Ich weiß. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass er in den Forschungstrupp aufgenommen wurde. Nachher will ich ihn persönlich zur Graslandbasis eskortieren und seine Verbannung sicherstellen. Ich möchte ihn auch begleiten. Und ich natürlich auch. Na schön, ich gestatte es. Ihr seid also zur Graslandbasis unterwegs. Ich wünsche eine sichere Reise. Kaum zu glauben, dass der Boss so ungerecht zu dir ist. Du hast die Könige und Königinnen doch nur besänftigt, weil es dir aufgetragen wurde. Ganz genau, nur weil du aus dem Himmel gefallen kamst, verfügst du noch lange nicht über die Kraft, ihn komplett rot zu färben. Das ist eine absurde und unwissenschaftliche Schlussfolgerung. Als Wissenschaftler muss ich diese Entscheidung deutlich kritisieren. Ich denke, ihr tätet besser daran, euch nicht weiter einzumischen. Wenn ihr ebenfalls in Schwierigkeiten geratet, weil ihr Butch in Schutz nehmt, wäre damit niemandem geholfen. Allerdings gibt es noch andere, die dir zu Dank verpflichtet sind und die dir vielleicht helfen können. Diam und Perla beispielsweise. Aber ja, vielleicht können der Diamant-Clan und der Perl-Clan dich aufnehmen. Diam und Perla sind allerdings schon wieder in ihre Siedlung zurückgekehrt. Vielleicht solltest du fürs Erste bei Topin vorbeischauen. Er ist bestimmt wie üblich beim Baumriesenkampffeld. Du darfst da draußen nicht sterben. Das ist dein Befehl. Ich stelle dir alles zur Verfügung, was du für deine Forschung brauchst. Hör zu, du wirst dich daran gewöhnen müssen, deinen Argwohn anderer genauso zu ertragen wie ihre Bewunderung.
Du hast keine Kontrolle über ihre Taten und Gefühle. Wichtig ist, dass du deinen eigenen Werten treu bleibst. Was wird nun aus meinem Traum, von dem ich dir damals am Strand des Aufbruchs erzählt habe? Ohne dich wird die Vervollständigung des Pokédex nie Wirklichkeit. Ja. Cool. Jetzt lass... Naja. Was soll's, meine Pokémon wenigstens heile? Ja. Frag mich gerade, ob wir vielleicht ein bisschen die Zeit nutzen sollten zu trainieren, bevor wir hier jetzt wirklich ganz zum Ende durchgehen, weil ich befürchte, dass es sind ja so Mitte 50 die meisten Pokémon hier. Apollo ist leider noch kein Gengar, sonst noch ein Pokémon, was ich entwickeln müsste? Nee. Das geht schon, aber ich habe trotzdem ein bisschen Schiss, dass wir nicht ganz stark genug wären. Tatsächlich. Ja, das ist ein bisschen doof. Ansonsten können wir einfach auch noch ein paar Aprikoko aufsammeln, wenn wir sowieso schon auf dem Weg sind. Weil dann kriegen wir vielleicht auch endlich mal wieder ein paar Sachen, die wir herstellen können. So. Hier sind natürlich die ganzen Viecher. Die werden mich ja nicht angreifen hier, ne? Aber ich finde das schon ein bisschen gemein, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das tatsächlich schon ein bisschen gemein von Denboku. Das ist einfach nicht, das ist nicht fair. Muss man so sagen. Das ist einfach nicht fair. Oh. Ist ja putz. Nee, wir lassen die in Ruhe. Wir hegen keinen Groll mehr gegen die. Ja? Wir haben genügend Zirpurze besiegt. Wir haben die genug ausgedünnt. Haben wir eigentlich einen Bomi schon? Ich glaube, wir haben Bomi. Komm hier. Wir werfen einfach mal so einen Superball. Vielleicht reicht das auch schon. Nee, tatsächlich nicht. Das hat sogar ganze 4 KP abgezogen. Naja, egal. Was kommt denn jetzt noch aber auf uns zu? Das frage ich mich auch. Ja, was passiert denn jetzt als nächstes? Noch was hier, Tränke. Ah, schade. Können wir das Ding hier trotzdem... Vitalknospe nehmen wir mit. Vielleicht sollten wir jetzt nicht den ganzen Weg unbedingt hinrennen. Nee, wir holen uns jetzt... wir können doch bestimmt... bisschen näher ran. Ja, genau, guck mal. Können wir doch direkt dahin. Du! Was hast du da angerichtet? Sieh nur, wie groß der Riss jetzt ist. Blitze aus diesem gigantischen Riss könnten bestimmt jedes einzelne Pokémon in Hisui in Rage versetzen. Der ganze Perkland steht gerade Kopf. Wir hätten wissen müssen, dass nichts, was vom Himmel heruntergefallen kommt, ein gutes Omen sein kann. Ich brauche deine Hilfe. Du willst, dass ich dir helfe? Das würde ich ja gern, aber damit könnte ich Perla große Probleme bereiten. Du hast uns sehr geholfen, als du Axanto besänftigt hast. Ich wünsche, dafür könnte ich mich jetzt erkenntlich zeigen, aber allein vermag ich nichts zu bewirken. Vielleicht kann Yona mehr für dich tun. Sie ist doch sonst auch so hilfsbereit. Du findest sie vermutlich an der Felsenbrücke. Dieser Ort scheint für sie voller Erinnerungen zu stecken. Irgendwo in den Weiten von Hisui wirst du sicher einen Platz für dich finden. Alter, was sind denn das alles für undankbare Penner? Also jetzt mal ohne... Soll ich jetzt wieder den ganzen Weg zurück? Nee, die Felsenbrücke ist da. Waren wir da noch nicht? Jetzt darf ich hier... Jetzt wird das hier so ekelhaft in die Länge gezogen einfach. Ohne Sinn und Verstand.
Wo lang, da lang. Ja, finde ich gerade ein bisschen doof. Also einfach von den Menschen hier. Ich finde das von den Menschen gerade echt doof. War so nett, war so lieb. Alles für die gemacht, ja, ohne zu murren. War immer hilfsbereit. Was kriege ich zum Dank? Nicht. Undank ist der Weltenlohn. Naja, machst du nix. Hallo, Jona. Der Himmel, was für ein Anblick. Ich bezweifle, dass es jemanden gibt, den dieser ominöse Anblick nicht aus der Bahn wirft. Was geht hier nur vor sich? Das will ich auch wissen. Natürlich. Momentan hat wohl niemand eine Antwort. Unser Anführer hat mir von deiner Lage erzählt. Du kannst nicht mehr nach Jubeldorf zurück, richtig? Leider muss ich dir sagen, dass auch der Diamant-Clan dir nicht helfen kann. Wenn wir das tun würden, wäre uns der Unmut der Galaktik-Expedition sicher. Du würdest doch selbst nicht wollen, dass es zu Streit zwischen uns und der Expedition kommt, habe ich recht? So gern ich demjenigen helfen würde, der sich den Respekt Damytiers verdient hat, es geht gerade einfach nicht. Verzeih mir. Doch verlier nicht die Hoffnung, die Zeit wird alle Probleme lösen. Du hast dein Schicksal bisher immer selbst geschmiedet und wirst es auch weiterhin so tun. Ich habe nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf. Ja? Oh, ich soll den wohl folgen, oder? Da ist er. Du scheinst rätselhafte Ereignisse ja förmlich anzuziehen. Hallo, Butch. Ich habe dich schon überall gesucht. Fast dachte ich hätte meinen liebsten Kunden verloren. Ich weiß über dich und deine unglückliche Situation Bescheid. Ein guter Händler ist immer auf dem neuesten Stand. Wie es aussieht, werden dir der Diamant-Clan und der Perl-Clan keine Zuflucht gewähren. In der Galaktik-Expedition bist du natürlich erst recht nicht willkommen. Aber keine Sorge. Es gibt Teile der Hisui-Region, die selbst diese Leute noch nie zu Gesicht bekommen haben. Ich weiß genau, wo du unterkommen kannst. Überlass das nur mir. Genau. Unserem Stalker. Der ist doch jetzt hier nicht ganz aus Versehen. Der ist doch jetzt nicht zufällig hier. Da wären wir. Nicht das Neueste vom Neuesten, aber fürs Erste musst du dich damit begnügen. Ja, wir bauen einfach unsere eigene Siedlung. Suche die Bewohnerin der uralten Siedlung auf. Ui. Sieht aber auch interessant aus. Bist du wieder hier, um deine Pflichten zu vernachlässigen? Nicht einmal, wenn der Himmel sich rot färbt, lässt du von deinen Marotten ab. Guten Tag, Fräulein Kogita. Heute bin ich nicht hier, um etwas über die Mythen und Legenden Hisuis zu lernen. Ach, die ist ja gar nicht so alt. Ich dachte, die wäre alt. Kogita genügt. Und wen hast du da mitgebracht? Niemand Geringeres als den, über den gerade alle reden. Butch. Er war es, der die in Rage geratenen Könige und Königinnen besänftigt hat. Ah, die arme Seele, von der du mir erzählt hattest, nicht wahr? Verloren in Raum und Zeit. Ha, deinetwegen scheint meine Pflicht endlich bald ihr Ende zu finden, Verlorener. Verlorener? Der Riss im Raum-Zeit-Gefüge muss geschlossen werden, sonst geraten Raum und Zeit aus dem Gleichgewicht. Dieses Desaster zu verhindern, ist deine Aufgabe, Verlorener.
Das wird ein längeres Gespräch. Warum kommst du nicht in mein bescheidenes Heim? Man geht nicht zu Fremden in die Wohnung. Aber okay. Mach das nicht zu Hause nach. Oh, sieht das cool aus. Ich will auch so eine Hütte. Es heißt, der Riss im Raum-Zeitgefüge verbinde unzählige Dimensionen miteinander. Und in einer von ihnen, weit hinter dem Riss, verweilt das ehrwürdige Sinnoh. Das des Diamantclans? Von Vergangenheit zu Zukunft erstreckt sich Zeit. In alle Richtungen erstreckt sich Raum. Unser Weg von der Gegenwart in die Zukunft, das ist die unendliche Achse der Zeit. Und was sich in alle Richtungen um uns herum ausbreitet, ist der Raum. Du verstehst, oder? Allein durch die Einheit von Raum und Zeit kann unser Universum bestehen. Was nützt es also, so wie der Diamantenclan und der Perlclan, nur jeweils einen der zwei Aspekte zu verehren? Möglicherweise ist diese Angelegenheit für dich leichter zu durchschauen, da du aus einem anderen Zeitalter kommst. Ich werde dir jetzt erklären, was du zu tun hast. Also hör gut zu in Raum... Ah, so, jetzt ist meine Stimme wieder frei. Also hör gut zu in Raum und Zeit, Verlorener. Hier in Hisui gibt es drei Seen. Den See der Wahrheit, den See der Kühnheit und den See der Stärke. In jedem von ihnen wohnt ein Pokémon, das einen Aspekt des Geistes verkörpert. Stell dich ihren Prüfungen. Wenn du sie bestehst, erhältst du von jedem von ihnen eine Gabe, die du zu den Nebelruinen bringen musst. Dort solltest du dann in Besitz der roten Kette kommen. Sie soll es vermögen, die Welten zu binden. Die Welten binden, sagen sie? Was soll das heißen? Sie schließt also nicht den Riss? Spar dir deine zweifelnden Blicke. Ich weiß nur, was in den alten Geschichten dazu gesagt wird. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie wahr sind oder nicht. Ich habe einzig und allein die Pflicht, sie ihrem Wortlaut gemäß zu überliefern. Wenn sich jemand schuldig gemacht hat, dann meine Vorfahren, die mir die Bürde aufgetragen haben, diese Legende weiterzugeben. Ha, aber wie dem auch sei, jetzt kennst du deine Aufgabe. Wirst du sie annehmen? Ja, natürlich. Wie vorbildlich von dir, deine Pflichten zu kennen. Telefon! Ah ja, die drei Seen. Okay. Bei Fräulein Kogitas Behausung gibt es übrigens eine Werkbank, die du benutzen kannst. Falls es dir an Materialien mangelt, biete ich dir gern einige meiner Handelswaren an. Zum richtigen Preis, versteht sich. Was ist mit der Weide? Tja, ich bin mir nicht sicher, was du wegen der Weide tun könntest. Abra? Nanu? Dieser Ruf eben. Hat sich etwa ein Pokémon hierher verirrt? Kümmert euch bitte darum. Hast schon recht. Gehen wir, Butch. Okay, aber das schauen wir uns tatsächlich erst in der nächsten Folge an. Bestehe die Prüfung der drei Seen. Ich freue mich drauf. Das ist jetzt, jetzt kommt hier richtig schön Story rein. Wir nähern uns dem Ende. Guck mal, alle drei blicken in die Kamera. Nee, Volo guckt auf mich. Oh, der liebt mich. Naja, er ist ja auch unser Stalker. Egal. Wir stalken uns auch weiter und zwar nächste Woche. Dann geht es weiter mit Pokémon. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön. Wer noch nicht hat, lässt gerne ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt auch was in die Kommentare, nachdem er die Glocke aktiviert hat. Und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!